25% aller Videoaufrufe auf ganz YouTube kommen allein durch die Suche. Bei kleinen Kanälen sind es im Verhältnis sogar oft noch viel mehr. Doch um in der Suche auch viele Klicks zu bekommen, muss man es auf die ersten Plätze schaffen. Und wie das geht, dazu hat eine Studie uns im Jahr 2021 ganz neue Erkenntnisse geliefert. Die besten Tipps, wie man in der Suche ganz nach oben kommt, gibt es daher in diesem Video. Los geht's! Tipp Nummer 1: Tags sind tot. Der erste Tipp ist tatsächlich nicht etwas, was ihr machen sollt, sondern etwas, was ihr nicht machen solltet. Tags zu schreiben ist im Jahr 2022 wirklich nicht mehr notwendig. Das hat die Studie von Morning Fame bewiesen, auf die ich mich heute beziehe. In dieser Studie wurden 100.000 Videos und 10 Millionen Suchbegriffe untersucht und Nico, der Gründer von Morning Fame, konnte keinen spürbaren Unterschied bei den Tags feststellen. Wenn ihr also eure Videos für die Suche optimieren wollt, dann verschwendet eure Zeit nicht mit den Tags. Tipp Nummer 2: Schreibt das Keyword ans Ende vom Titel. Bisher gab es immer die Regel, zuerst den Suchbegriff zu nennen und dahinter einen klickbaren Teil zu schreiben, und das kann man heute auch immer noch so machen. Ein Problem dabei ist aber, dass das Keyword oft langweilig klingt, und mit dem langweiligen Teil wollen wir unseren Titel ja eigentlich nicht starten. Daher kann es sinnvoll sein, das Keyword ans Ende zu stellen, und zum Beispiel aus einem Video mit dem Titel YouTube-Algorithmus austricksen, ist das möglich, einfach etwas wie "Kann man den YouTube-Algorithmus austricksen?" zu machen. Warum das so gut ist, erklärt Tipp Nummer 3. Optimiert für den Nutzer, nicht für die Maschine. Laut Nico befinden wir uns im Zeitalter von SEO 2.0. Die Optimierung für die Suche ist nur noch zu einem kleinen Teil durch reine Keywords möglich. Viel wichtiger ist die Performance des Videos. Alle YouTube-Algorithmen, ja, für jede Zugriffsquelle gibt es einen eigenen, alle Algorithmen sind auf eine Sache ausgelegt: Zuschauerzufriedenheit. Das ist auch in der Suche nicht anders, daher könnt ihr es euch vereinfacht so vorstellen. Niedrige Konkurrenz und gute Keyword-Optimierung sind die Faktoren, auf die wir achten müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, in der Suche eingerankt zu werden. Ob wir aber langfristig oben bleiben, das hängt von der Zuschauerzufriedenheit ab. Die wichtigsten Werte dafür sind die Zuschauerbindung und die Klickrate. Und gerade bei der Klickrate stoßen wir bei klassischen Suchtiteln auf ein Dilemma, denn die sind ja meistens saulangweilig und haben dann noch eine schwache Klickrate. Daher ist Tipp Nummer 2 ja auch so wertvoll, und es geht sogar noch weiter. Nico hat in seiner Studie herausgefunden, dass es am wichtigsten ist, erstmal alle Wörter des Suchbegriffes im Titel zu haben. Die Reihenfolge ist nicht so wichtig, also es muss nicht alles genau hintereinander stehen. Wenn der Titel also besser klingt, wenn die Wörter des Suchbegriffes verteilt sind, ist das kein Problem. Achtet nur darauf, so wenig zusätzliche Wörter wie möglich zu nutzen, denn kurze Titel funktionieren deutlich besser. 1 bis 2 Wörter, die die Spannung erhöhen, sind aber definitiv immer noch empfehlenswert. Das wirklich Geniale daran ist, dass Nico dank der Studie sein Keyword-Tool so weiterentwickelt hat, dass man sich damit genau berechnen kann, wie gut unsere Titel sind. Daher ist Tipp Nummer 4: Nutz Morning Fame. Ich sag es mal direkt zu Beginn, das Tool ist abgesehen vom Testmonat nicht kostenlos. Aber kaum ein YouTube-Tool ist das Geld so wert wie Morning Fame. Und nein, das Video ist nicht gesponsert. TubeBuddy und vidIQ sind auch beide klasse, aber wenn es um die SEO geht, ist Morning Fame das einzige Werkzeug, wo man Geld für ausgeben sollte. Grob habe ich die Seite schon mal vorgestellt, schaut euch das gerne an, wenn ihr mehr sehen wollt. Jedenfalls haben wir hier ein Keyword-Tool mit einer Suchfunktion, mit der wir Suchbegriffe herausfinden können. Hier sehen wir auch eine grobe Schätzung über das Suchvolumen und wir bekommen einen Überblick, wie groß die Konkurrenz ist und wie unsere Chancen stehen zu ranken. Haben wir hier ein Keyword gefunden, können wir im vierten Schritt dann mit dem Tool ganz genau unsere Relevanz berechnen lassen. Relevanz ist übrigens die Zahl, die errechnet, wie passend unser Titel für den jeweiligen Suchbegriff ist. Nehmen wir jetzt mal den Begriff "mehr Abonnenten bekommen YouTube". Mit meinem Video ranke ich zwar schon auf Platz 1, aber ihr seht, der Titel ist nur zu 75% optimiert. Dass mein Video trotzdem gut rankt, liegt eben an Tipp Nummer 3, also der Optimierung auf den Zuschauer. Dennoch können wir jetzt mit dem Tool rumspielen, um zu schauen, wie ich den Titel besser machen kann. Nehme ich meinen Namen raus, dann steigt die Relevanz zum Beispiel um 2%.
stelle ich das 2021 noch ans Ende und spare mir dadurch das Wort in, bekomme ich nochmal einen Boost und verbessere damit auch meine Note. Das Geniale hieran ist, dass es uns so wirklich einfacher gemacht wird, sogenannte Allrounder-Videos zu erstellen. Allrounder-Videos sind Videos, die in allen drei großen Zugriffsquellen, also der Suche, den Vorschlägen und der Startseite, gut performen. Da gerade bei den Empfehlungen, so kann man Startseite und Vorschläge zusammenfassen, da gerade dort Videos einfach gut klickbar sein müssen, hatten es klassische Suchvideos hier immer schwer. Ich meine, der Titel YouTube Geld auszahlen lassen funktioniert in der Suche für diesen Begriff perfekt, weil das Keyword ja genau wiedergegeben wird. Aber wenn mir YouTube so ein Video vorschlagen würde, dann ist ja nichts an diesem Titel irgendwo spannend. Tipp Nummer 5, ergänze den Titel mit der Beschreibung. Bisher gingen wir immer davon aus, dass man Titel, Beschreibung, Tags, Thumbnail und sogar den Dateinamen optimieren muss, um in der Suche die besten Chancen zu haben. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Was für 2022 gilt, sind ausschließlich Titel und Beschreibung. Ein Titel kann, wenn er nur aus dem Keyword besteht, zu 100% relevant sein. Das ist aber in der Regel nicht das Ziel. So bekommst du die ersten 1000 Abonnenten auf YouTube, sprich den Zuschauer viel besser an als 1000 Abonnenten bekommen YouTube. Der Titel ist damit zwar schlechter für die Suche optimiert, aber ist immer noch gut. Und da er deutlich besser bei den Zuschauern funktioniert, wird so ein Video auch deutlich besser performen. Es kann nun manchmal aber auch sein, dass wir ein Keyword haben, was absolut nicht in den Titel passt. Was wir machen können, das sind Synonyme nutzen, das Verb konjugieren oder auch zum Beispiel ein Verb nominalisieren. MorningFame erkennt das zwar nicht, der YouTube-Algorithmus allerdings schon. Manchmal ist aber auch das nicht möglich und hier kommt dann die Beschreibung ins Spiel. Eben hatten wir ja gesagt, dass im Titel alle Wörter des Keywords enthalten sein müssen. Ja, meistens setzen wir auf sogenannte Longtail-Keywords, die also aus drei oder mehr Wörtern bestehen. Schaffen wir es jetzt aber nicht, alle Wörter in den Titel zu packen, ist das für die Relevanz sehr schlecht. Hier kann uns aber die Beschreibung zur Hilfe kommen. Nehmen wir als Beispiel den Suchbegriff FIFA 22 Tipps und Tricks für Anfänger. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, hat man bereits eine bestehende Community, die sich länger mit etwas beschäftigt, dann sehen die sich nicht als Anfänger. Daher kann es ganz gut sein, das Wort Anfänger nicht in den Titel zu schreiben und lieber diesen hier zu nehmen. Das Problem ist jetzt aber, unsere Relevanz ist viel zu niedrig. Optimieren wir jetzt aber die Beschreibung, indem wir hier jedes Wort des Suchbegriffes nutzen, boostet das den Titel. Bis zu 29% kann man so zusätzlich rausholen und ihr seht, wir bekommen so ein B und haben jetzt realistische Chancen, für diesen Begriff in der Suche ganz oben zu landen. Bei MorningFame anmelden könnt ihr euch übrigens mit dem Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, warum die Suche so wichtig ist, das habe ich in diesem Video erklärt, schaut da jetzt gerne rein, viel Spaß!